Ich jetzt mal der Claptrap ist dann. Krümel ist gar nicht so cool, wie sich das anhört. Es muss hier sein. Irgendwie kann man da runterfallen und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Und ich habe die Befürchtung, ich komme da auch nicht zurück. Weil das war ja hier der... Schetikowski. Das war ja hier der Superjump. Und alles andere ist hell. Das heißt... Jetzt gleich noch eine Runde dranhängen. Komm, noch eine Runde. Wenn's so schön war. Da komme ich ja wieder runter und da kann ich ja wieder los. Diesmal bitte. Also, das Ganze nochmal. Genau, das Ganze nochmal. Irgendwie an das Klapptreppteil vergessen. Die Feinde sind noch nicht respawned. Und sonst würde ich es jetzt, glaube ich, auch einfach ignorieren. Bis auf ein bisschen Maustaste drücken. Nee. Aber ich noch durch. Ich kann natürlich auch nicht runterfallen, ne? Aber hier muss ich runterfallen. Naja, und dann da weiter. Könnte damit eine Runde spielen. Einmal springen noch. Lass mal gucken. Das Zeug ist irgendwie da unten. Ach, da ist auch das Klapptreppteil. Okay. Direkt hier, oder? Ein Sarkasmus-Modul. Wächtermarken ausgeben. Nachladegeschwindigkeit. Brauche ich nicht. Rückstoßreduzierung. Brauche ich nicht. Schildladeverzögerung. Wollen wir mal gebrauchen.
Und damit alles abgeschlossen. Dann schauen wir noch mal hier. 98%. Die Kante der Einsamkeit habe ich alles. Jawohl. Den tanzenden Ruin-Dingsterbums, da habe ich alles. Okay. Der Scheiterhaufen der Sterne. Habe ich alles. Und ich weiß nicht, warum man da irgendwie 95% nur sagt. Weil es gibt doch nichts mehr, was ich machen könnte. Galaxisfortschritt 100%. Ich weiß nicht, was er da hat. Es ist alles erledigt. Auf Necrophetea oder wie das da heißt. Necrotapheo. So, da waren wir miteinander. Das ist ja nur die Malivinga Geheimanlage Eden 6. Haben wir. Promethea, haben wir. Athenas, haben wir. Die Himmelskanzel. Was war das? 100%. Eigensinnige Halterung. 100%. Das war doch auch so eine Prüfungsgelände. Genau, die haben wir auch alles schon. Die Klippenander auch. Obsidian haben wir auch alles. Tja, ich habe alles durch. Ich habe alle Karten durch. Ich habe alle Crew-Herausforderungen fertig. Scheiß die Wand an. Alles durch. 100% abgeschlossen. Tja, dann habe ich als nächstes den an den Schlachtring des Gemetzels Mission Level 44. Ja, mache ich das Ding doch, oder? Dazu muss ich hier hin. Na, das mache ich noch und dann. Oder will ich mir gleich ein paar neue Waffen holen? Na, jetzt mal ein bisschen Action. Und dann muss ich ja wieder auf die Century, glaube ich. Oder nee. Aber kann ich ja dann. Und dann lasse ich mir ein paar geile Waffen aus dem Fabricator nochmal raus. Und dann mache ich. Versuche ich nochmal Melivan, das schwierige Teil. Slaughterstar 3000. Okay, Action. Herausforderung gibt es natürlich nicht. Hol ich mir noch eine Granate. Moment, das Ding ist auf einmal wieder. Das hat sich angepasst. Das ist jetzt Level
Level 54. Und ich muss 5 Runden überleben. Das ist so ähnlich wie das Gemetzelkessel oder wie das Ding da hieß. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt Bock drauf hab. Ich probier's einmal. Ich hätte ja irgendwie gehofft, ich könnte das Zeug jetzt irgendwie schnell hinter mich bringen. Ich muss da oben hin. Ja, das erste Gemetzeltank hieß das, glaube ich, irgendwie. Gemetzeltank. Ich finde, das hat mir nicht so voll viel Spaß gemacht. Ich versuch's einfach mal. Spaß geht auf jeden Fall anders. Guck mal, die sind sogar 55 hier. Naja, gibt EPs. Wo kommt ihr denn noch einmal her? Ist das nicht ein bisschen unfair, von der Seite zu kommen? Jetzt muss ich wieder die Camper aufsuchen. Sehr witzig. Wo sind noch Camper? Warum sind noch einmal welche runtergekommen? Strategisch nicht günstig, die Position. Hier oben ist besser. Und ich sah gerade, wollte gerade sagen, nun das Fass stört noch. Die Dinger dann, die Idioten, die sich da irgendwie verstecken und verschanzen, denn jedes Mal noch einzusammeln, das nervt. Eigentlich, wenn ich das Ding einmal benutze. Hat keinen Feind erkannt. Ah, irgendwer schießt da auf mich. Von wo? Geht ja nicht auf Zeit. Nicht hoch. Da unten ist auch noch mal ein Camper.
Na, ihr seid wenigstens keine Camper. Ja, die sind Level mehr als ich, das passt sich immer an. Warum ist das gar nicht so einfach? Ich habe erst eine Welle. Du musst ja 15 Wellen machen. Wie lang soll ich denn da hier rumballern? Effektiv ist das Ding gar nicht. Das bringt irgendwie alles nicht viel. Okay, der bringt ein bisschen mehr. Also Sniper und der hier. Der Sturmsoldat ist so schön. Den kann ich vielleicht schön snipern. Wo ist der Rest? Da hinten irgendwo. Das macht so keinen Sinn, ne? Wir sind schon so. Ja, hast du was entdeckt? Irgendwo verstecken die sich. Jetzt muss ich wieder runterspringen, mich in Gefahr begeben. Oh, du kämpfst hier alle. Auch. Dann kämpfst. Campe, kämpfst. Campen. Campst. Du dann ewig. Weil die campen auch. Ein Computer. Die haben die Ewigkeit gebucht. Ah, jetzt kommen gleich wieder ein paar. Also wäre es jetzt wieder gut, meine etwas bessere Position einzunehmen. Was ist denn für ein Jet-Soldat? Täuscht an, gefallen zu sein. Er stellt sich tot, damit ich nicht mehr auf ihn schieße und Munition verschwende. Und das Ding da hinten, der geht mir auf den Keks. Ich schicke dir mal eine Granate.
so stupides Geballer. Das gefällt mir nicht so. Boah, und dann noch so viele Runden. Und alles auf eine Karte setzen geht auch nicht, so Kamikaze-mäßig. Wenn ist mal ratzfatz kaputt. Man muss das ein bisschen mit. Da oben kämpft noch einer. Schicke ich meinen Gruß. Haben ihn erwischt.